Ja, liebe Leute, hiermit wieder hallo und herzlich willkommen zur Let's Play Oden 4 Live Rasier. Sind hier weiter unterwegs im Wald mit. Naja, die nennt sich in. Ah, geht's nach unten oder nach oben? Geh er noch. Dann kommt auch so nach oben. Wie? Mit Velvette oder wie auch immer geschrieben wird. Bisschen komisch vom Namen her. Finde ich. Ach, das kann man nicht zerstören. Okay. Ach, man kommt von da auch noch auf die andere Seite. Okay, dann springen wir runter. Winch PP. PowerPoint. Punkte. Und das war's schon? Also wirklich. Das wäre wohl auf normal auch nicht so schwer gewesen. Wie es braucht PP. Peitschen, was? Das braucht sogar. Ja, okay. Er greift einen Gegner und schleudert ihn nach hinten, indem er in die entgegengesetzte Richtung drücke, um wiederholt zu werfen. Okay. Dam, 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 dam. So kann ich mir das vorstellen. Man schlägt und er fliegt hin und her. Okay. Ah ne, das braucht gar keine. Das braucht Stärke. So. Also das können wir ja gerade mal ausprobieren. Oh, das ging aber gut. Oh, das tut mir ja leid. Die immer verprügeln zu müssen, tut mir eigentlich leid. Na, die sieht man überhaupt nicht, ne? Doch immer auf das Gemüse einzuschlagen, wenn man denkt, dass das mal gelebt hat hier. Also die Vegetarier unter euch, die werden ja wohl gar nichts mehr essen dieser Welt hier, wenn die alles mal gelebt haben. Oh, da gibt es noch andere farbige Feen. Die meine ich hier. Sehen eigentlich nicht schlecht aus. Ich weiß, ich sollte kämpfen, aber unter solchen leichten Bedingungen, wie ich hier spiele, ich schaue mir eben die Gegner immer gerne mal an. Ach, er ist der Boss hier. Okay, naja dann. Viel Spaß. Ich habe, wenn du Wirbelstürme machst, dann habe ich hier theoretisch auch etwas in der Art. Aber wir machen es mit Vulkan. Der wird wohl unser Boss sein. Wird das die. Wie hieß die nochmal? Mit M irgendwas? Das ist ein Zufang Merida. Doch, das sind wir was, der Name. Problem ist, ich habe halt schon länger nicht mehr sie gespielt. Die andere. Oder war nicht Marie? Nee, Marie. Ja, da steht sie eben nie. Man sieht zwar alle Spieler, die man spielen kann, aber nie wer ist. Ja, ja, wir springen. Ach, die Tasche ist voll.
Ja, toll. Tschüss. Ich glaube auch nicht, dass ich den aufnehmen hier kann. Es muss wohl fein geschmeckt haben. Aber wir können wieder klein werden. Ja toll, wir haben die Tasche voll. Gut, stimmt eigentlich. Die können wir so lange aufnehmen, bis uns wir 9 davon haben, oder? Ich weiß jetzt nicht, wo ich klein werden muss. Ach, egal. Naja, wir gehen mal ohne das Kleine nachher durch. Müssen mal schauen, wo wir da hinkommen. Ja, ja, ja. Tanzen, yeah. Da war noch eine Münze, habe ich gerade gesehen. So schnell bin ich jetzt auch nicht, wenn ich das mache, ja. Hey, geh da durch. Da oben ist noch was. So. Hinauf. Okay. Ja gut, dann machen wir das so. Eigentlich habe ich nur auf Reis gedrückt, aber ja. Ach, dann essen wir mal ein paar Früchte. Wie der andere auch einfach vor uns steht und den. Okay. So, gibt's sonst noch jemand? Oder noch ein paar gekommen. Der S-Rang. Stimmt eigentlich, zum den S-Rang überall zu bekommen, muss man eigentlich nur auf leicht spielen. Es gibt nämlich eine Trophäe, die man freischalten kann. Ja. Also ich vermute, dass man das auch mit leicht, dass das zählt. Wenn nicht, dann ist es eigentlich bescheuert. Naja. Ich habe leider so gut wie volles Inventar. Wir essen einfach mal alles, was wir hier haben. Der Witz ist, es hat sich eigentlich jetzt nichts geändert dazu. Naja gut, die Mango-Samen zählen ja näher gar nicht.
mache einfach hier in die Truhe mal die Steine rein, die ich noch habe. Wow, ich habe so viele Tränke. Ja. Ja. Und das. Jetzt bräuchte ich diese. Und das hier. Doch, genau. Erhöht für eine Weile die... Oh, okay. Er hat sich verlaufen anscheinend. Naja. Okay. Wenn du meinst, habe ich irgendwelchen Abfall noch? Eigentlich nicht. So, wir müssten in die auf die andere Seite hier. Schau noch mal kurz auf die Zeit. Gut, wenn es mal ein längeres LP gibt oder einen längeren Part gibt, habt ihr hoffentlich auch nichts dagegen, wenn es überhaupt geschaut wird. Oh, Level 7. Naja, wir machen es mal. Wir haben ja eh sowieso viel zu viele Tränke und so. Oh, gerade zwei von denen. Oh, hätte ich das andere Ding, hätte ich jetzt den Status Gift aufheben können. Oh, das Dampf. Das klingt für mich auch gut. Wir machen halt mal die eine Rolle fertig, ja? Ja gut, jetzt ist es ein komischer Pilz geworden. Ach, mit Gift. Oh, habe ich so wenig Energie gerade? Ach, der eine, die eine ist schon tot. Ey. Das bringt ja auch nicht mehr viel. Oh, das ist ja nicht mal einen schweren Kampf. Gut, wir spielen auf leicht von dem her. Aber wir haben nur einen A-Rang bekommen, okay. Naja, so, essen wir die Frucht. Bringt nicht mal EP, also wirklich. Na dann, na dann. Manche werden sagen, nein, wieso hast du die gegessen? War dann eine Fee? Ja. Nicht richtig. Ich esse die Frucht, weil ich die sonst nicht gebrauchen kann. Hoffentlich falle ich da nicht ganz runter. Boah. Irgendwo da muss noch ein Ruhe sein. Ein Weg. Ah, hier. Aber für was man da klein werden kann, verstehe ich immer. Aber vielleicht werden wir das herausfinden, wenn wir hier weitergehen. So, ja. Da gibt es einen Checkpoint. Ah, okay. Ich dachte schon, jetzt müssen wir enorm zurück. Ah. Ah. Nein.
Zum Glück kann sie so gut herum springen hier. So. Das Problem ist, dass Checkpoint. Egal. Gehen die halt da wieder hoch. Sie kann nur dreimal springen. Also nur. Was war denn das für ein komischer Move? Na gut, das geht ja eigentlich auch locker flockig. Ich verstehe eigentlich nie, was die Typen da mit den Feen zu tun haben. Die, ich meine, die sehen überhaupt nicht gut aus, sag ich mal. Ich habe nur geschlagen. Ah. Oben wieder diese Hirnfeen. Ist eigentlich auch eine Galerie, wo man alle anschauen kann. Das finde ich nämlich nicht schlecht. Ich weiß, dass es noch so einen Classic-Modus gibt. Aber was das wohl bedeutet? Naja, wir werden es uns jedenfalls noch anschauen. Und eben, wie gesagt, ich werde noch ein Fazit, einen Schluss im Spiel dazu geben. Und eben hier, ja, ihr könnt dann ein bisschen gespannt sein. Es kann schon gut sein, dass es 100 Parts werden. Wenn nicht sogar mehr. Let's Play mit 100 Parts. So, dann mich ja fast dann mein. Gut, dort wollte ich 100 Parts machen bei Let's Play Minecraft Minispiele, aber hier, ich meine, es sind immer 20 Minuten Parts gewesen in der Regel. Also im Durchschnitt etwa. Wenn nicht sogar mehr. Aber wir kommen schon bald zum Boss. Okay. Acht auf die Zeit und jetzt nicht auf die Zeit, die wir aufgenommen haben, sondern auf die Uhrzeit. Die sagt auch, dass das gut aussieht. Das würde sogar noch gehen. Wir machen das sogar noch. Das passt. Dann gibt es vielleicht eine längere Folge. Einen längeren Part.騎士たちを押し倒して宮殿に入り込んだ賊が出たのです。この女がその賊にございます。見ればわかるわ。目的は手の中にあるそれね。お母様の指輪を今すぐ返しなさい。なんですと？ティトレルの指輪を？これは災いの中心地から盗み出されたバレンタインの指輪。この忌まわしい宝は妖精たちのものじゃないわ。 何か訳ありのようじゃな。だが間違っておるぞ。その指輪は譲り渡されたのだ。指輪の正当な保持者から。バレンタイン王は災いの時に見舞かられた。妖精の嘘は聞かないわ。いいや、指輪は我らの女王に譲られたのじゃ。生き残ったバレンタインの王子からな。王子。
Wochen. Windprinzessin Morisa. So, jetzt wissen wir den Namen. Ich habe ja gefragt, ob wir gegen sie kämpfen. Und nicht. Anscheinend nicht nur gegen sie, sondern auch gegen die Wachen von ihr. Eigentlich tut mir das ziemlich leid, gegen sie kämpfen zu müssen. Hier. Ein bisschen Frost. Hilf gegen die Hitze. Leg nicht so am Boden rum. Beweg dich. Immer in Bewegung bleiben. Das soll eine Prinzessin sein? Ich sage ja immer in Bewegung bleiben, nicht so rein. Was sind das für Waffen hier? Hä, wieso ist die jetzt hingefallen? Doch, darf doch auch mal blocken. Die einfach nicht schießen, wenn ich da blocke. Wow, wer hat denn den Feuerding hier gemacht? Brennt zwar, aber egal. Oh, da gibt es noch ein paar Münzen. Oh Mann, da macht wieder ein Lastwagenlärm hier in der Nähe. Hä, wieso Pokerstädtchen? In der Nähe. いや、王の心は分からない。だが王が再びコルドロンを悪しき技にお使いなら、最後に王を止めできるのは、あの方のおそばにおられたベルベット様だけじゃろ。でも、ベルベット様が危ない目に遭われるのは耐えられませんわ。本当に真の像が凍りつくところだ。その鎖を持たせているのは、盗賊の真似をさせるためじゃない。 イングベ、取ってきたそれもどれだけ危ないものか知るまい。俺が預かろう、ベルベット。その指輪を出すんだ。どうしてそのことを知っているの？双子の俺たちにお互い分からぬことはないさ。妖精の国にもスカルディの仲間がいると言っていたわね。 その鎖がお前を御殿場にするなら、俺が隠してしまうか。そう睨むなよ。俺はお前が心配なだけだ。怒ったのなら謝るよ。お願い。私のことは放っておいて。いずれあの指輪は奪うとして、とりあえずは指輪とうるさいジジイどもをどうやって黙らせるからな。 Ja, eine Frage, wenn das ja unser Zwillingsbruder sein soll, ist das denn auch Odins Sohn?
Beziehungsweise Kind. So. Impulsangriff. Erhöht den verursachten Schaden entsprechend der Länge des einen Kombo. Ich glaube, das ist eine passive Fähigkeit. Und wir haben 5 Punkte zu vergeben. Wir können sogar nochmal aufwerten. Ich glaube, jetzt ist es auf Maximum, oder? Ja. Sehr gut. Haben wir hier? Halt einige LP, wenn du eine Münze einsammelst. Das klingt nicht schlecht. Normalangriffe verursachen bis zu 20% mehr Schaden, wenn du Abstand zum Gegner hältst. Das finde ich auch nicht schlecht. Aber das andere ist eigentlich auch nicht schlecht. Also sparen wir dann auch noch auf das. Mal schauen. Hier Münzen erhöht den Schaden, den du mit magischen Tränken verursacht um 10%. Regeneriert einige PP, wenn du gegnerische Geschosse blockierst. Das finde ich nicht schlecht. Und was haben wir hier? Verursacht 20% mehr Schaden bei einem Angriff von hinten. Das klingt natürlich auch nicht schlecht. Angriffe verursachen Brandeffekte, wenn du LP auf 30% oder weniger. Okay. Und sinkt die Wahrscheinlichkeit von Statusveränderungen. Was haben wir hier noch? Der regeneriert sich schneller, regeneriert stärker, wenn ein Gegner besiegt wird. Das ist auch gut. Erhöht die durch Nahrung aufgenommene EP. Das interessiert mich eigentlich nicht. 30% bessere Güteklassen bei der Alchemie. Das ist natürlich auch nicht schlecht. So, ich würde sagen, an der Stelle vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Unfair Live-Rasier. Also macht's gut und tschüss!